Wann sollte eigentlich das Kind anfangen, im eigenen Bett, im eigenen Zimmer zu schlafen? Hallo ihr Lieben, falls ihr mich kennt, ja, ich habe da immer andere Meinungen zu den allermeisten Themen. Und ja, so auch bei diesem Thema, ab wann das Kind im eigenen Zimmer, im eigenen Bett schlafen sollte. Mein Sohn ist jetzt gerade fast 4, also in 2 Monaten wird er 4. Und ja, neulich hat er mal in einem eigenen Zimmer geschlafen für 2 Nächte. Und ich möchte euch von meinen Erfahrungen berichten und von meiner Meinung dazu, ab wann das Kind im eigenen Bett schlafen sollte, im eigenen Zimmer. Ja, also wir haben ein Familienbett und in den ersten 3 Jahren meines Sohnes habe ich eine Nacht nicht neben ihm geschlafen. Und ja, dann fing es so langsam an, wo er so 3, 3,5 war, dass wir da dann auch abgestillt hatten. Aber über unsere Stillgeschichte erzähle ich in einem anderen Video, was ich dir hier auch verlinken kann. Und ja, wir haben eben natürlich auch noch nachts gestillt immer, ne? Also deshalb war ich natürlich immer bei unserem Sohn. Und dann, ja, als ich dann abgestillt hatte und das so ausgelaufen war mit der Zeit, da fing es dann auch mal an, dass ich dann mal so 2, 3 Tage mal weg war, mir ein bisschen Auszeit genommen habe und einfach dann mal wieder die Flexibilität genossen habe, auch was anderes, eigenes machen zu können. Und so kam das dann da, so mit 3,5, dass wir auch immer mal nicht beieinander geschlafen haben. Und dann hat er natürlich beim Vater geschlafen. Und ja, jetzt so mit fast 4 und einfach deutlich älter, habe ich gemerkt, dass ich ja, gerne mal wieder nochmal mehr Platz für mich haben möchte. Und das wäre auch schon irgendwie der erste Hinweis darauf, ab wann denn das Kind separat schlafen sollte. Und zwar, wenn wir aus der bedürfnisorientierten Sicht sprechen, dann natürlich, wenn du als Mutter das Bedürfnis danach hast, dass das Kind nicht mehr bei dir schläft. Also wenn sich das richtig anfühlt, wenn sich das passend anfühlt. Ich würde immer sagen, dass wenn es sich falsch anfühlt, wenn es sich, ja einfach, ne, wenn einfach aus dir heraus ein Gefühl kommt von, das ist jetzt nicht das Richtige, das ist irgendwie dann was, was ich jetzt meinem Kind irgendwie antue und ich selber leide da auch drunter, dann ist es definitiv nicht der richtige Zeitpunkt. Aber gleichzeitig auch, wenn du als Mutter den Freiraum brauchst, dann ist es auch ein wichtiger Hinweis darauf, dass du das versuchen solltest, diesen Freiraum auch für dich zu bekommen, wenn du den einfach sehr brauchst. Ja, und ich fand das wieder mal sehr lustig und interessant, wie er bei vielen Themen rund um Kinder und Babys und einfach auch eben Kinder eben begleiten als Mutter, als Eltern, dass man ja so häufig das Endresultat sieht. So, ne? Also ich weiß noch, als Emil seine ersten 2 Zähne hatte und ich wochenlang damit zu tun hatte, dass Emil viel unruhiger war als sonst, dass wir schlaflose Nächte hatten wegen des Zahnwachstums und so weiter und so fort. Da habe ich dann mal ein anderes Kind gesehen, das war irgendwie 3 und es hatte einfach den Mund voller Zähne und ich dachte nur, wie hat dieses Kind bloß so viele Zähne, einfach so. Also häufig sieht man ja so das Endresultat. Aber der Weg dahin war meistens beschwerlich oder einfach auch so eine Übergangsphase. Es sind dann natürlich nicht plötzlich alle Zähne da und es war ganz easy, auch bei dem anderen Kind nicht. Und genauso ist es ja auch ein Übergang, wenn das Kind anfängt, ja, separat zu schlafen. Dass das nicht von einem Tag auf dem anderen umgestellt wird, also auch von dir als Mama, es wird jetzt umgestellt. Das Kind schläft jetzt im eigenen Bett, im eigenen Zimmer ab heute und wird nie wieder bei mir schlafen. Das ist einfach, finde ich, sehr utopisch, beziehungsweise das ist einfach nicht das, wie das mit Kindern funktioniert und meiner Meinung nach ist das auch nicht so gesund. Sondern genauso wie mit dem Abstillen oder mit dem Trockenwerden, es darf ein Prozess sein und es darf auch quasi immer wieder Rückschritte geben. Also so, wo ne, wir dann aus erwachsener Sicht sagen, ne, jetzt
eigentlich waren wir doch schon so weit und jetzt funktioniert es irgendwie doch wieder nicht. Genau, das ist ganz normal in der kindlichen Entwicklung. Das ist dann nicht irgendwie ein Zeichen dafür, dass es nicht richtig funktioniert oder dass du es falsch machst oder sowas. Sondern ja, auch da finde ich, ist es wichtig, ein ganz behutsames sich rantasten. Und so haben Emil und ich uns jetzt mal rangetastet. Und ja, den einen Abend war das für Emil so ein, ja, ich möchte in meinem Bett, in meinem Zimmer schlafen, Mama. Und dann haben wir uns da zusammen hingelegt. Ich begleite ihn natürlich immer in den Schlaf. Und er ist dort eingeschlafen und wir hatten das besprochen, dass er dann zu mir kommen kann, dass ich die Türen offen lasse und so weiter und so fort. Also für mich ist natürlich das Wichtigste, dass er sich sicher fühlt. Denn so das Einschlafen und der Schlaf ist ja einfach ein sehr fragiler Zustand. Also wenn wir das uns vorstellen, wie wir vor Jahrtausenden als Menschen gelebt haben, dann war der Zustand des Schlafs immer ja, ein verletzlicher Zustand, ne? Also ein Kind sollte nicht separat ganz woanders alleine schlafen und dann kommt in der Nacht ein wildes Tier und holt sich das Kind. Sondern es ist eigentlich sehr, sehr wichtig, dass das Kind bei den Eltern schläft. Auch, dass du als Mama während des Schlafs dein Kind auch mitbekommst, um auch du selber, dass du die Sicherheit hast, dass dein Kind, ja, dass dein Kind safe ist. Und solche Programme, die wir Menschen natürlich in uns haben, weil wir immer so gelebt haben und dieses ganze neue Zeitalter von Häusern und alles ist sicher oder fast alles ist sicher, das ist eben ein ziemlich neuer Zustand und da ist unsere Natur, unsere Art, das, was uns entspricht, hat sich da noch gar nicht dran angepasst. Also ja, und ne, deshalb ist mir das einfach super wichtig gewesen, dass Emil sich wohlfühlt, dass er sich sicher fühlt und dass er weiß, wie er zu mir kommen kann. Und genauso habe ich auch für mich gemerkt, ne, als ich dann alleine im Familienbett gelegen habe, die erste Nacht, hat mir was gefehlt und hatte ich ein Empfinden von, ja, hoffentlich ist mein Kind auch sicher, ne? Obwohl ich ja weiß, dass es sicher ist, aber das ist trotzdem das Programm, was in mir abläuft als Mutter. Und das fand ich sehr schön zu erleben und so haben wir zwei Nächte uns da mal rangetastet und das mal ausprobiert, wie denn das so ist, um dann ja, zu merken, dass es doch auch ein gewisser Stress ist für Emil und auch für mich und dass wir dann, ja, habe ich wieder Emil gefragt, ihm vorgeschlagen, hey, sollen wir mal heute Abend wieder zusammen im Familienbett schlafen, möchtest du neben mir schlafen? Hat er gesagt, ja. Und ich habe gesagt, okay, dann machen wir das. Und ja, dann in der kommenden Zeit werden wir uns weiter daran tasten. Und irgendwann, ich weiß nicht, ob in einer Woche, in zwei Monaten oder in drei Jahren, wird Emil wohl alleine in seinem Zimmer, in seinem Bett schlafen. Aber das wird so zu uns kommen, wie es zu uns passt, wie wir uns beide wohlfühlen, wir uns beide sicher fühlen und ja, so darf das sein und von ganz alleine entstehen. Also ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen was an die Hand geben, wenn du dich gerade damit befasst und dich fragst, ab wann denn der beste Zeitpunkt sein sollte, für dein Baby oder dein Kind im eigenen Zimmer zu schlafen. Geh da nach deinem Gefühl. Du bist die Mama von diesem Kind, du kennst dich und euch am besten und du kennst natürlich eure Bedürfnisse am besten und hast das Gefühl dafür, wann sich alle damit wohlfühlen. Und darum sollte es gehen in der Begleitung von Kindern. Also alles Liebe an dich, deine Julia.